Wir haben ganz viele Teilnehmer, diesmal aus aller Welt, zu einem sehr spannenden und interessanten Thema. Wir haben in diesem Jahr ja ein Jubiläumsjahr, 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland. Und zu diesem Thema haben wir eingeladen Frau Andrea Detling, eine langjährige Mitglied bei uns im Verein. Sie hat sich bereit erklärt zu diesem Thema, das auch eines ihrer Forschungsschwerpunkte ist, zu berichten. Sie ist bekannt im Südwesten Deutschlands als Leiterin von zwei Arbeitskreisen, ist dort im Südwesten sehr aktiv. Und wir freuen uns, dass sie uns jetzt bundesweit und weltweit informieren wird zu diesem Thema, ihrem, denke ich, auch zentralen Forschungsthema. Andrea, dir gehört das Wort. Ja, danke, Horst. Also, wie gesagt, ja, mein Name ist Andrea Detling und ich engagiere mich seit 2011 in Haubrecksingen im Verein Ehemalige Synagoge Recksingen. Aufgrund meiner Erfahrungen mit Familienforschung und der Computergenealogie konnte ich mein Wissen im Verein für den Aufbau einer Datenbank einbringen. Seit 2012 betreue ich diese genealogische Datenbank für jüdische Familien. Aufgrund der regionalen Verflechtungen erweiterten wir das Projekt auch auf andere Orte und mit Unterstützung des Gedenkstättenverbundes Golnecker Alb, zu dem auch der Rexinger Synagogenverein gehört, sowie neun andere Gedenkstätten, konnten wir das Projekt dieser jüdischen Familiendatenbank weiter ausbauen. Ich freue mich heute besonders, euch einen Einblick in die Erforschung jüdischer Familien zu geben und in ihre Lebensgeschichten. Dies soll auch ein Beitrag sein, um im Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen. Und deswegen möchte ich euch da gerne jetzt auf diese Zeitreise mitnehmen. Von dem her würde ich jetzt die Präsentation starten und euch dieses Thema jüdische Genealogie zur Unterstützung von Gedenkstätten und Nachkommen auf der Suche nach familiären Wurzeln darstellen. Im Nachgang wird die Präsentation auch als Download-Link auf der Startseite der Familiendatenbank zum Downloaden sein, sodass auch die Linkliste, die beigefügt wird, oder die Links, die auf der Präsentation gezeigt werden, im Nachgang von euch genutzt werden kann. Als erstes möchte ich den Aufbau meines Vortrags euch zeigen. Wir werden erstmal die Frage untersuchen, warum eigentlich jüdische Genealogie in Deutschland? Wen interessiert das eigentlich? Wer befasst sich damit? Dann auch die Besonderheiten der jüdischen Genealogie, die sich ja von der christlichen Genealogie in einigen Punkten doch sehr unterscheidet. Wir schauen uns dann die verschiedenen Quellenlagen an. Es gibt analoge Quellen in Archive, aber auch eben eine große Auswahl an digitalen Quellen im Internet. Und dann möchte ich eben auch mein Projekt vorstellen, die genealogische Wissensdatenbank www.jüdischefamilien.de mit praktischem Beispiel und auch einen Ausblick geben, wie die Entwicklung weitergehen kann. Warum jüdische Genealogie in Deutschland? Wir haben eben dieses Jahr dieses Festjahr. Ich habe hier auch die Links mal ergänzt, wo man sich auch über die verschiedenen Veranstaltungen und die Geschichte dazu informieren kann. Auch die Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen Raum ist sehr interessant. Auf der Seite von Alemannia Judaica kann man auch bundesweit sich die verschiedenen Orte, Geschichten, Synagogen, Friedhöfe anschauen. Also für mich eine sehr wertvolle Quelle. Und natürlich diese Lebensgeschichten von ehemaligen jüdischen Bürgern prägten viele deutsche Gemeinden durch die Jahrhunderte. Deswegen ist das ein wesentlicher Anteil, um auch das Geschichtsverständnis der deutschen Geschichte besser einordnen und verstehen zu können. Ich möchte jetzt mal einen Blick darauf werfen, wer macht sich eigentlich auf die Spurensuche der jüdischen Bürger, weil daran richtet sich auch aus, wer ist eigentlich heute zum Beispiel. Ganz unterschiedliche Gruppen, die sich mit diesem Thema befassen. Zum einen die Nachkommen ehemaliger jüdischer Bürger, die eben weltweit verstreut sind. Ich habe jetzt auch schon einige bei den Teilnehmern gesehen. Hier ist es mir sehr wichtig,
Weil es ist so, nicht nur, also wenn jetzt die Zeitzeugen leider langsam aussterben, die noch vor der, also vor dem Zweiten Weltkrieg oder in der Nazizeit noch in Deutschland gelebt haben, dann den Holocaust überlebt haben und vielleicht noch auswandern konnten oder eben in anderen Ländern jetzt leben, die Suche nach den Quellen, die Suche nach den Wurzeln der eigenen Familie ist auch ein Thema für die Kinder und auch für die Enkel. Und das erleben wir heute, dass eben ganze Familien kommen, die sich für dieses Thema interessieren. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Hier sehen Sie beispielsweise die Familie Lemberger, die sich hier weltweit verstreut hat aus Israel, hier nach Rexingen kam. Es gibt auch amerikanische Verwandte, die Familie Schwarz hier auch aus Israel rechts unten beim Besuch des Rexinger Friedhofs und wir haben auch dort Stolpersteine verlegt. Das bringt die Familie zusammen, wenn man eben an diese Plätze der Vorfahren kommt und schaut, wo haben die gelebt, wo komme ich her, was hatten die für Berufe, wie ist die Familie so geworden, wie sie heute ist. Also das ist ein ganz zentrales Thema, das eben sich, sagen wir mal, auch bei der christlichen Genealogie natürlich genauso findet, aber eben uns sehr beschäftigt. Ich habe gesehen, Ethan ist auch mit dabei heute. Er hat beispielsweise im Jahr 2018 Rexingen besucht. Wir haben im Archiv nach Quellen seiner Vorfahren geschaut, nach der Familie Benzinger und seinen Verwandten. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die ich auch hier gerne als ehrenamtliche Ortsarchivarin von Rexingen wahrnehme. Wenn hier Nachkommen in den Ort kommen, ihnen die Plätze zu zeigen, ihnen Zugang zu den Akten zu geben, aber auch eben einen Familienstammbaum zu erstellen, dass sie sehen, wie sind sie denn verwurzelt im Ort. Oder wir hatten auch die Situation, dass wir Gäste da hatten, da sagte der eine, wir sind doch irgendwie verwandt mit den anderen, aber ich weiß gar nicht wie. Frag mal die Andrea, die weiß das am besten. Weil die Verwandtschaft zwischen manchmal den verschiedenen Familienzweigen ist doch recht komplex und geht dann mehrere Generationen zurück. Hier kann man denn helfen, auch eben den Familienverbund wieder lebendig werden zu lassen und transparent zu machen. Aber nicht nur die Nachkommen interessieren sich, sondern eben auch Geschichtsforscher. Hier hatten wir beispielsweise in Laupheim im Jahr 2018 auf Einladung von Joachim Hahn, hatte sich denn die Alemannia Judaica Arbeitsgemeinschaft getroffen, Gedenkstättenvertreter, Forscher jüdischer Geschichte aus der ganzen Region kamen zusammen und haben sich hier ausgetauscht zu verschiedenen Themen. Ich durfte damals auch diese Familiendatenbank vorstellen. Das heißt, auch das ist ein wichtiges Klientel, die sich mit Familienforschung befasst, um es dann eben natürlich auch im nächsten Schritt wieder in einen geschichtlichen Kontext zu bringen oder auch Nachkommen in den anderen Orten, die dann dort mal zu Besuch kommen, hier weiterzuhelfen und ihnen Auskunft zu ihren Vorfahren geben zu können. Dann eben diese Geschichtsforscher sind oft auch angehängt an Gedenkstätten. Wir haben beispielsweise jetzt hier in meinem Gedenkstättenverbund 5 Synagogen-Gedenkstätten, die eben im Ort die jüdischen Familien untersucht haben und geschaut haben, was man noch von den Lebensgeschichten zusammentragen kann. Die sind natürlich auch befasst mit jüdischer Genealogie. Und hier fängt es schon an, Gedenkstätten jetzt in unserem Kreis sind natürlich personell und finanziell sehr klein und viel auf Spendenbasis und wenig finanziellen Mitteln gestellt. Und hier ist natürlich wichtig, dass man hier auch Synergien schafft. Oft war es jetzt so, jede Gedenkstätte hat eben seine Bürger für sich erforscht. Und das konnte aber sein, dadurch, dass die jüdischen Familien sehr überregional zum Beispiel auch geheiratet haben, dass es Personen gab, die im einen Ort geboren waren, im anderen Ort geheiratet haben, in einem dritten Ort beruflich tätig waren und vielleicht in einem vierten Ort gestorben sind. Und dann haben alle 4 Orte wie in Insellösungen für sich geforscht, ohne zu wissen, vielleicht, wie hier die Zusammenhänge sind. Und das ist auch eines dieser Synergien, die
mein Projekt dann zutage gebracht hat, dass man hier diese Doppelarbeit vermeiden konnte und die Forscher sich sicher sein konnten, wenn sie was erforscht haben. Das kann man auch mit den anderen dann teilen und es ist verfügbar für alle Beteiligten. Also hier sehen wir beispielsweise eine Datenbankschulung in der Gedenkstätte Freudenthal. Hier haben wir die Familien von Freudenthal aus dem Friedhofsbuch heraus in der Datenbank eingegeben und konnten dann diesen schönen Stammbaum darstellen, um auch dann Besuchern der Gedenkstätte die Familienzusammenhänge schön grafisch darstellen zu können. Das heißt eben auch Gedenkstätten können hier sehr gut dann die Datenbank nutzen. Wir haben noch weitere Interessenten für jüdische Genealogie, und zwar auch Museen, die dann zum Beispiel eben anbieten können. Wir haben das in Braunsbach zum Beispiel, die sich auch an dem Datenbankprojekt beteiligen. Die haben dann einen PC aufgestellt, direkt im Museum mit einem eigenen User, sodass man einen Lesezugang im Museum hat. Wenn also Besucher kommen und etwas nachschauen wollen zu einzelnen Familien, die in Braunsbach gelebt haben, können sie sich das direkt im Museum anschauen. Da wir ja diese Datenbank online verfügbar haben, kann man das sehr gut dort nutzen. So, damit kommen wir zum nächsten Punkt, die Besonderheiten der jüdischen Genealogie. Das möchte ich nach verschiedenen Kriterien mal clustern, und zwar nach Personen, Orten, Geschichte und Familienforschung. Wir haben beispielsweise beim Thema Personen, dass wir bei den jüdischen Bürgern eben eine andere Namensgebung haben, die man sich dann anschauen muss. Wenn man in verschiedenen Dokumenten Sachen recherchiert, ist es manchmal sehr schwierig herauszufinden, dass man zweimal die gleiche Person hat, weil eben die Namengebung sich geändert hat. Also in der früheren Zeit, so sagen wir mal 18., 17. Jahrhundert und noch früher, war diese Darstellung zum Beispiel Isaac ben David, Isaac Sohn von David. Und das, sagen wir mal, wenn der Isaac jetzt den Sohn Abraham hat, dann hieß der Abraham ben Isaac. Und diese Namensgebung hat sich dann so im Anfang des 19. Jahrhunderts im Südwesten, in anderen Regionen mag das andere zeitliche Termine gegeben haben, geändert, als beispielsweise jetzt unsere Region zum Königreich Württemberg dazu kam, war das natürlich dem württembergischen König wichtig, dass er seine Steuern ordentlich eintreiben konnte. Und dazu musste man natürlich auch wissen, wem gehörte welches Grundstück, wem gehörte welches Haus, wer hat welchen Besitz, auf das man denn die Steuern erheben konnte. Und so gab es dann eine Gesetzgebung, dass man Familiennamen annehmen musste. Aus dieser Zeit, circa so um 1827 rum, mussten dann viele jüdische Bürger sich einen neuen Familiennamen zulegen. Es gibt dann beispielsweise bei uns im Staatsarchiv Sigmaringen auch solche Namenslisten, wo man dann genau sehen kann, wer welchen Familiennamen angenommen hat. Man findet sehr viele ortsgebundene Namen, Esslinger, Bernheimer, Lemberger, und also da gibt es ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Auf der anderen Seite zur jüdischen Namenskodierung, die 12 Stämme des Jakob, die Nachkommen, haben teilweise eben auch es als sehr wichtig erachtet, dass man nachvollziehen kann, wer gehört zu welchem Stamm. Das wurde auch teilweise sehr eng erforscht. Auch hat es dann, wenn es um Rabbinerlinien geht, hat es auch manchmal erforschte Linien, die sehr weit zurückgehen. In der Region, in der ich jetzt hauptsächlich forsche, da ist es so, dass eigentlich die Personenstandsregister erst so um 1700 anfangen, sodass man so ungefähr bis nach dem
30-jährigen Krieg kommt. Alle anderen Daten sind Erwähnungen in Urkunden, die sich aber nicht genealogisch verknüpfen lassen, sodass das dann etwas schwierig ist, hier Zusammenhänge herzustellen. Weil diese Personenstandsregister, die wurden dann ja von den Pfarrern teilweise mitgeführt, die sind natürlich dann eher schlüssig, wie die Familien dann aufgebaut sind. Hier kommt noch das Stichwort Mitgliedschaften. Wir haben also ja auch jüdische Vereine. Wir haben an die jüdische Kirche angelehnte, zum Beispiel bei der Beerdigung, die Betreuung, die Versorgung der Toten und solche Gemeinschaften, die es sonst bei der christlichen Genealogie ja nicht gibt. Solche Mitgliedschaften, wenn man das in Urkunden findet, ist natürlich auch interessant, das in einer Genealogie oder bei einer Familiengeschichte mit zu erwähnen. Auch solche Sonderämter wie Vorbeter oder Schächter, das sind ja dann auch religiöse angelehnte Tätigkeiten, Berufe, Ämter, die kann man hier auch eben anders als jetzt bei der christlichen Genealogie auch mit erwähnen. Bei den Berufen ist es auch interessant, eben man findet sehr viele Handelsleute noch geschuldet den Restriktionen, denen die jüdischen Bürger teilweise unterlegen sind, in verschiedenen Berufszweigen gar nicht reinzukommen. Es gab zwar auch Bestrebungen, dann so Anfang des 19. Jahrhunderts junge jüdische Söhne in andere Berufe zu lenken, auch in handwerkliche Berufe zu lenken, aber es ist halt, wie das ist, wenn der Vater das gemacht hat, dann übernimmt der Sohn einfach eher den Beruf, den er in der Familie kennt und von klein auf auch gelernt hat. Also das hatte nicht sehr gefruchtet, dieses Bestreben des württembergischen Königs hier, eine Art Umlenkung durchzuführen. Das war zum Thema Personen ein paar Stichworte. Beim Thema Orte, also bei der christlichen Genealogie, jetzt zum Beispiel in Rexingen kenne ich das sehr, dass über hunderte von Jahren die gleiche Familie im gleichen Ort vorkommt. Klar findet man das teilweise auch bei den jüdischen Bürgern, aber in der früheren Zeit war es teilweise auch restriktiv, wie viele jüdische Familien in einem Ort sich überhaupt ansiedeln durften. Wir hatten in Rexingen mal in den alten Johanniterakten gefunden, da durften es nur 18 Familien sein. Wenn jetzt eine Familie mehrere Söhne hatte, die gerne auch eine Familie gründen wollten, mussten die eigentlich in einen anderen Ort sich niederlassen. Und so kam es eben auch, dass auch aufgrund der größeren Entfernungen der überregionalen beruflichen Verflechtung durch die Händlertätigkeit, gab es auch viele Beziehungen in andere Orte, sodass hier eigentlich auch sehr viel überregional geheiratet wurde. Und deswegen haben wir auch, als ich dann die Rexinger Familien aufgenommen habe in der jüdischen Datenbank, bald festgestellt, dass man von allen Familien irgendwo auch Verbindungen in andere Orte hatte und man sehr schnell in einem weit gestreuten Gebiet geforscht hat. Dann kommt natürlich dazu das Thema Auswanderung. Neben den traditionellen Auswanderungswellen im 19. Jahrhundert, dann natürlich insbesondere dann auch die Anfang des 20. Jahrhunderts und im Rahmen der Flucht und Vertreibung auch nach Südamerika, nach Nordamerika, nach Israel. Also da gibt es so viele Verbindungen. Das macht natürlich auch die Forschung und macht auch mir jetzt besonders Spaß. Mal gestern erst hatte ich Kontakt mit einer Nachfahrin aus Brasilien. Ich bin in engem Kontakt mit einer Nachkommen in Argentinien, habe Kontakt mit Israel, Amerika. Also das macht sehr viel Spaß, weil man einfach da auch sehr international sich austauschen kann. Beim Thema Orte kommt auch das Thema Stolpersteine. Das ist ja ein Projekt, bei dem beim letzten freiwillig gewählten Wohnort ein Gedenkstein im Boden in Form eines Stolpersteins sozusagen verlegt wird. Auch hier kann man eben erforschen, was war das Schicksal dieser Person. Es gibt oft in den Orten Stolperstein-Initiativen, die dann auch online Webseiten stellen, in denen dann die Lebensgeschichte dieser Person dargestellt wird. Auch eine wertvolle Quelle, wenn man jetzt jüdische Genealogie betreibt, wenn man da irgendwo Verwandte in der
in Orten findet, wo sowas schon erforscht ist, kann man also auf einen Klick ganze Lebensgeschichten, Biografien finden. Daraus ergibt sich auch das Thema Häusergeschichte. Man hat natürlich aus vielen Akten heraus auch die Information, in welchen Häusern haben die Menschen gelebt und kann hier dann auch vielleicht diese Orte besuchen und sich die Häuser heute noch anschauen. Bei Friedhöfen gibt es die Besonderheit, dass jüdische Gräber für die Ewigkeit gemacht sind. Das heißt, man kann tatsächlich auf dem Friedhof vom letzten Grab von 1940 oder so dann rückwärts gehen und vielleicht noch Gräber finden von um die 1700 rum, je nachdem, wann der Friedhof eben eröffnet wurde oder noch weiter zurück. Und wenn man in dem Ort dann auch vielleicht ein Gräberregister hat, kann man tatsächlich dann die Gräber der Vorfahren besuchen. Aus dieser Zeit heraus, aus dieser Situation heraus habe ich auch zum Beispiel in Rexingen gesehen, wie Barbara Staudacher für die Besucher immer einen Stammbaum manuell noch erstellt hat, wo sie denn die Grabnummern drauf erwähnt hat. Das konnten wir jetzt beispielsweise auch etwas automatisieren, weil wir das eben jetzt auch aus der Datenbank automatisch auch herausholen können, um so die Grabnummer direkt auf dem Stammbaum mit auszudrucken. Eine ganz tolle Sache. Zum Thema Geschichte, da gibt es natürlich ganz andere Themen, wie jetzt bei einer christlichen Genealogie, aufgrund einfach der Situation, das Thema Deportation oder auch Holocaust-Schicksale, Restitution, Zeitzeugengeschichten. Das sind natürlich leider einzigartige, einschneidende Ereignisse, die natürlich in so einer Familiengeschichte einen großen Platz einnehmen und ein wichtiges Thema sind, sich darüber zu informieren. Da ist auch wichtig, eben die Quellen zu finden, die hier Auskunft geben. Das Thema Weltkriegsteilnahme ist auch interessant oder auch eben die Geschichte, warum ist jemand ausgewandert oder warum hat jemand den Ort verlassen und ist in den anderen Ort gegangen? Was könnte da der Grund sein? Vielleicht geschäftliche Beziehungen oder woher könnte das kommen? Beim Thema Familienforschung gibt es natürlich dann auch wieder besondere Dinge, religiöse Ereignisse, die es nur bei der jüdischen Religion gibt, wie jetzt sagen wir mal die Beschneidung oder dann so ein Thema wie Ehevertrag, was in jüdischen Eheschließungen sehr genau und detailliert festgehalten hat, wie die Konditionen aussehen. Das war eine Absicherung der Frau, muss man also wirklich sagen, sehr interessant, sowas dann auch zu finden, vielleicht von deiner eigenen Familie. DNA-Genealogie, interessant in dem Zusammenhang, dass tatsächlich manchmal, also ich hatte einen Fall, dass ein Mann in USA uns kontaktiert hat, dass eben seine Großmutter gar nichts erzählt hat von ihren Vorfahren oder von ihrer Familie, weil sie einfach alles hinter sich lassen wollte und hat überhaupt nichts auch dem Enkel erzählt. Und er hätte so gern Kontakt zu anderen Verwandten gehabt und hat das dann über einen DNA-Test gemacht und über diese DNA-Datenbanken dann tatsächlich Kontakt gefunden. Und so konnten wir dann tatsächlich noch weitere Verwandte finden in Israel. Und er war also ganz glücklich darüber. So, damit kommen wir dann zu den Quellen. Ich habe da ja schon einiges dazu gesagt. Zum einen, als Ortsarchivarin habe ich natürlich selber auch Zugang zu vielen Quellen und Akten und Urkunden vor Ort. Insbesondere auch eben so, zu solchen schönen Sachen wie jetzt einen jüdischen Ehevertrag haben wir noch im Original. Das ist auch selten, wenn man solche Dinge hat. Da ein großes Dankeschön auch an den Herrn Manfred Steck aus Mühlen, der uns in Jahre sämtliche der Inventuren und Teilungen und auch der Eheverträge hier transkribiert hat, sodass wir die auch bei Interesse, wenn Nachkommen vorbeikommen oder wenn jemand eine Person erforscht, wir das schon als Word-Dokument oder PDF zur Verfügung stellen können. Dann gibt es natürlich noch andere analoge Quellen, die auch Hinweise geben können, seien es Veröffentlichungen oder Standesamtregister, Dokumente, Akten, Interviewabschriften, Fotografien oder eben Zeitzeugeninformationen oder Wissensträger, die diese Informationen nutzen und natürlich das Internet mit seinen verschiedenen Möglichkeiten.
Hier möchte ich natürlich besonders darauf hinweisen, wenn wir jetzt Richtung digitale Quellen kommen im Internet. Der Verein für Computergenealogie hat hier ein sehr großes Angebot an verschiedenen Datenbanken, die sich wirklich lohnt. Ich möchte hier jetzt nur kurz drauf eingehen, weil, wie gesagt, im Nachgang kann man sich dann diese Links auch separat anschauen oder eben auf diese Webseite gehen. Die Vielfalt möchte ich hier nochmal auch wieder an den Themenfeldern aufzeigen. Beim Thema Personen wäre vielleicht noch hervorzuheben die Metasuche beim Verein für Computergenealogie. Man gibt einen Namen ein und kann dann über alle Datenbanken suchen. Und insbesondere interessant ist bei uns, dass eben diese Personenstandsregister online gestellt sind im Stuttgarter Staatsarchiv J386. Wenn man für seinen Ort nicht weiß, welcher Link ist denn der richtige, auf dem Portal von Alemannia Judaica kann man unter dem jeweiligen Ort die Quellen genau anklicken. Sehr großer Fleißarbeit sind da pro Ort eigentlich diese Personenstandsregister, die online verfügbar sind, alle mit Links angegeben. Ja, dann sehen wir hier auch beim Thema geschichtliche Quellen. Hier gibt es eben natürlich auch zum Thema Auswanderung bei CompGen sehr viele Informationen zu den verschiedenen Ländern. Auch interessant ist das Bundesarchiv, wo das Gedenkbuch online gestellt ist und natürlich auch die internationale Holocaust-Gedenkstätte in Yad Vashem, wo man auch Schicksale einzelner Familienmitglieder nachschauen kann. Beim Thema Familienforschung ist es oft sehr hilfreich, Mailinglisten teilzunehmen. Da gibt es sogar extra eine Jewish-Gen für jüdische Forschung. Dann natürlich unsere Datenbank, die jüdische Familiendatenbank. Und bei CompGen und bei dem Unterpunkt Ortsfamilienbücher gibt es die Datenbank der Juden im Deutschen Reich, vom Gebiet des Deutschen Reiches her, eine sehr große Datenbank, wo man auch sich mal die Familiennamen anschauen kann, wer da alles angegeben ist. Dann möchte ich hier noch die Übersicht geben über die einzelnen Projekte beim CompGen. Das ist dann gedacht so als Linkliste mit den Stichworten. Hier auch die Adressbücher sind interessant oder eben das Genwiki oder das Grabsteinprojekt. Also da gibt es eine Vielfalt, das kann man sich dann mal selber anschauen. Und ich würde dann jetzt eben auf eine besonders eingehen und das ist eben unsere jüdische Familiendatenbank, unterstützt vom Gedenkstättenverbund Golnecker-Alba. Die Ausgangssituation war eben so, dass diese vielen kleinen Gedenkstätten sehr viele Sachen gesammelt haben und Unterlagen und recherchiert haben, aber man einfach, wenn man denn was gesucht hat, vielleicht in der Fülle der Informationen dann gar nicht alles wiederfinden konnte oder dass es so leicht zugänglich war oder sortiert war. Und wir hatten natürlich weder Geld noch Kapazität, um hier ein Archivprogramm oder auch Personal zur Verfügung zu stellen, um das alles zu schaffen. Deswegen war hier natürlich die Suche nach einer Lösung, wie man intensive Doppelarbeit vermeiden kann, war eine Lösung sehr wichtig. Und um diese Frage zu beantworten, haben wir dann eben diese Konzeption und Aufbau einer übergreifenden genealogischen Wissensdatenbank gemacht. Und diese Datenbank, die kann jetzt eben diese vielen verschiedenen Informationen aufnehmen. Sei es, dass wir hier als Quellen Literatur und Veröffentlichungen einarbeiten oder Stammbäume, die uns geschickt werden. Wir können Informationen zu Archivquellen und Signaturen eingeben, genauso wie Hinweise eben zu verschiedenen Datenbanken im Internet. Wir können aber auch, wenn uns ein Forscher eine Information gibt, können wir diese einarbeiten. Auch Denkmäler sind Quellen. Wenn wir zum Beispiel vom Ersten Weltkrieg eine Gedenktafel haben und darauf finden wir einen Namen, ist das genauso eine Quelle wie eben auch Zeitzeugenberichte über Personen, Orte oder Ereignisse. Und dann natürlich auch die persönlichen Dokumente, die unsere Besucher in den Gedenkstätten dann uns zur Verfügung stellen. Und wenn wir die einscannen können, können wir die auch in dieser Datenbank eben mitverwalten. Und das Schöne ist einfach, es geht nichts mehr verloren. Wir können eben
alles für alle Teilnehmer zur Verfügung stellen. Und das ist eben eine tolle Sache. Wie sieht das System aus, in dem wir diese Datenbank haben? Das ist ein webbasiertes Genealogieprogramm, das heißt TNG, The Next Generation, jetzt schon in der Version 13 von dem Amerikaner Darren Lithgow. Und der Vorteil ist einfach, wir können von überall am Handy, im PC, wenn wir im Archiv sind, wir können international zusammenarbeiten, haben einen leichten Datenaustausch und alle können gleichzeitig auf diesen gemeinsamen Datenbestand zugreifen. Keine Information geht hier mehr verloren. Auf der Startseite haben wir die Top 100 Familiennamen, dass man so als Appetithappen sieht, aha, ist da, welche interessanten Namen sind hier vertreten. Wir haben aber trotzdem diese Datenbank nicht öffentlich gemacht, weil unser Ziel ist eigentlich, mit den Nutzern in einen Austausch zu kommen, sie kennenzulernen, wenn sie sagen, ja, sie möchten gern den und den Familiennamen erforschen, zu schauen, wie sind da die Verbindungen, und dann ist es ein Geben und Nehmen, nämlich, dass wir auch die Daten vielleicht dann von dem Nutzer bekommen und im Gegenzug bekommt er vielleicht 5 Generationen zurück und wir bekommen eben weitere Generationen bis zu den Lebenden. Hier ist natürlich wichtig, dass dieses Programm bietet eine sehr differenzierte Benutzerverwaltung, sodass man auch die Lebenden schützen kann. Das heißt, die sind nicht sichtbar für die normalen Benutzer, sondern eben nur für den Admin oder für den jeweiligen Zweig, der dafür forschen darf. Und dann kann man den nur bei Bedarf eben mit der Einverständniserklärung diese Daten auch weitergeben. Das heißt, man hat eben auch die Kontrolle über die Daten, die jeweilige Forschergruppe kann also sein Forschergebiet eigenverantwortlich hier weiter betreuen und nicht alle ändern an allem rum, sondern eben nur, sagen wir mal, jetzt der Zweig Rexingen, da ändern wir, oder Braunsbach ändert eben die Braunsbach-Daten, und das kann man eben über dieses Programm sehr gut verwalten. Es ist eine sehr kostengünstige Lösung und weitere Informationen kann man sich dann hier über den Link auch noch anschauen. So, wir kommen jetzt zu der Datenbank. Wie sieht die Datenbank heute aus? Wir haben heute über 30.000 Personen in der Datenbank. Da dazu haben wir noch eine zweite, also das ist in dem Hauptstammbaum. Im zweiten Stammbaum von Reuven Mohr aus Israel haben wir nochmal 30.000, aber da haben wir gewisse Überlappungen. Das heißt, wir können auch verschiedene Genealogien nebeneinander pflegen und über die recherchieren, was auch ein sehr praktische Sache ist. Das sind dann insgesamt 10.000 Familien, über 1.000 verschiedene Quellen. Es ist uns sehr wichtig, dass pro Person mindestens eine Quelle angelegt ist, dass man weiß, woher kommt diese Information überhaupt und kann man es nachvollziehen. Es gibt natürlich auch verschiedene Qualitäten an Quellen. Wir können die Personen auch verknüpfen mit Medien, also Fotos von Häusern, von Personen, von Hochzeiten, vom Grabstein und aber auch mit Geschichten. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Lebensgeschichte eingegeben wird, in der 5 Personen vorkommen, kann man diese Geschichte mit 5 Personen verknüpfen und kann die dann jeweils bei der Person auch dann sich anschauen. Stolpersteine, Häusergeschichten und Fotos kann man eintragen. Natürlich auch Grabsteine oder Friedhöfe. Inventuren und Teilungen. Wir haben momentan über 170 registrierte Nutzer von verschiedenen Gedenkstätten, aber auch Nachkommen oder geschichtlich Interessierte, die sich eben bei uns gemeldet haben. Wir haben über 10.000 Orte und 3.864 Familiennamen. Die Verflechtung unserer verschiedenen Forschergruppen sieht man mal hier so im Überblick. Das sind jetzt auf der linken Seite erwähnt die Zweige, die wir angelegt haben. Das sind also diese verschiedenen in sich abgeschlossenen und doch auch verknüpften Forschergebiete, die dann heute schon existieren. Und wenn wir uns anschauen, wie sehen die Verteilung der Personen regional aus, die in der Datenbank sind, haben wir hier also eine europaweite Verteilung, genauso wie auch weltweite Verteilung. Also da haben wir schon eine sehr große Abdeckung
der Welt. Hier ist jetzt mal die Startseite der Datenbank, wo wir uns eben vorstellen. Auf der linken Seite sind die Gedenkstätten, die aktiv beteiligt sind. In der Mitte unser Vorstellungstext und rechts eben dann kommen dann die Links oder wie man dann Kontakt mit uns treten kann über info@jüdischefamilien.de. Das ist also dann auf der Startseite sichtbar, ebenso wie diese Familiennamenwolke, die ich vorher schon erwähnt habe. Je größer der Name, umso mehr sind in der Datenbank. Und wenn jetzt jemand sagt, er forscht weil, dann meldet er sich bei uns und wir können dann einen User anlegen. Wenn man denn sich angemeldet hat, kann man eben hier verschiedene Rubriken nach verschiedenen Dingen suchen, verschiedene Medien anschauen oder sich Auswertungen machen lassen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wenn wir eine Suche starten wollen nach verschiedenen Kriterien, beispielsweise wenn wir eine Elsa Lemberger erforschen möchten, geben wir hier als Vorname Elsa ein, als Nachname Lemberger. Und kann dann eben diese Person aufrufen. Hier sehen wir jetzt ein Personenblatt von der Elsa Lemberger. Wir sehen nicht nur ein Foto als Profilbild, sondern auch, wann sie geboren ist und auch verschiedene Stationen ihres Lebens, wo sie sich aufgehalten hat. Hier chronologisch sortiert, kam sie eben über verschiedene Stationen, wurde dann auch deportiert. Wir haben hier das Feld Deportation. Und gestorben dann in Auschwitz. Das kommt denn zu diesem Besonderen auch an dieser Datenbank, dass wir hier bestimmte Felder angelegt haben, die vielleicht jetzt sagen wir mal in einer christlichen Genealogie nicht unbedingt üblich sind. Ich habe das Feld Deportation extra angelegt, ebenso wie auch Grabnummer oder auch Beschneidung oder jüdische Trauung, um einfach auch die Auswertung der Datenbank und die Ereignisse der Lebensgeschichte mehr transparent zu machen. Und damit haben wir die Möglichkeit, aber auch im Nachgang diese Felder sozusagen auch dann abzufragen oder Auswertungen zu machen, wenn man etwas sucht. Wenn man weiter runterscrollt beim Personenblatt, dann sieht man auch eine Karte, die wird automatisch erzeugt aus den eingegebenen Orten der Person. Und hier sehen wir jetzt beispielsweise diese Medien. Hier sind zwei Geschichten angelegt, in denen die Elsa Lemberger vorkommt. Einmal Isidor Lemberger, ihr Vater, einmal von ihr selber und auch eben unten die Quellen angegeben, die es zu dieser Person gibt. Man kann auf einen einfachen Klick die Familienzusammenhänge auf der Familientafel zum Beispiel sehen. Wir sehen, sie ist verheiratet mit Arthur Godlewski, seine Eltern, ihre Geschwister, seine Schwester, sieht man auf einen Blick und kann hier eben auch ganz schnell mal einen Vorfahrenstammbaum sich anzeigen lassen. Man sieht hier, also gibt es auch mehr Profilbilder, das ist jetzt eine Vorfahrenansicht, die kann man auch mal vertikal sich anschauen, dass man sieht, aha, wen habe ich schon erforscht oder welche Familiennamen sind in der Familie. Andere Darstellungsweisen gibt es auch hier, vereinfachte Darstellung, wenn man mehr Text haben möchte oder einen Nachkommenbaum, dass man mal alle Kinder sich anschauen kann. Und was auch sehr schön ist, wir hatten eben hier auch mal Besuch von der Dorit Lemberger. Wie ist sie jetzt zum Beispiel mit der Elsa Lemberger verwandt? Man kann also auch hier Verwandtschaftsbeziehungen leicht darstellen. Neben diesen Personendarstellungen kann man zum Beispiel sich auch Friedhöfe anschauen. Hier sehen wir jetzt das Neckartal und die Friedhöfe von Horb, Mühlen, Möhringen, Rexingen auf der Karte mit einem Pin dargestellt. So kann man sich dann orientieren. Wenn man das dann anklickt, sieht man dann die einzelnen Gräber und kann dann sogar die einzelnen Grabsteine sich dann die Bilder dazu anschauen. Also wir haben das in Rexingen, haben wir alle Grabsteine schon so erfasst, aber für andere Orte ist das noch nicht erfolgt. Das hängt natürlich davon ab, wer sich wie viel Zeit und Kapazität dafür nimmt. Die Möglichkeit hätte man, aber die Zeit ist natürlich ein teures Gut und man muss dann mit den Kapazitäten haushalten. Aber es gibt ja noch viele Dinge zu tun. Wenn wir uns jetzt mal die Medien anschauen, wir haben eben die Möglichkeit, hier Fotos zu hinterlegen, diese Fotos wieder mit den Personen zu verknüpfen, auch Texte zu den Fotos einzugeben. Dann können wir auch die verschiedenen Geschichten so verknüpfen, dass wir eben hier zu einer Geschichte mehrere Personen verknüpfen. Als Beispiel könnte das so aussehen, bei der Elsa Lemberger gibt es eben jetzt zum Beispiel eine Stolperstein-Geschichte in Konstanz.
die ich hier mit verknüpft habe. Oder man könnte dann auch die Häuser, wo die Personen gelebt haben, hier fotografieren und dann eben auch das Haus mit den Personen verknüpfen und hätte so auch schon eine digitale Häusergeschichte zu dem Ort. Auch Akten lassen sich in der Form auswerten. Hier haben wir die Inventuren und Teilungen auch digitalisiert, die Transkriptionen und auch wieder mit den Personen, die da drin sind, dann ergänzt. Diese Informationen lassen sich dann zum Beispiel die Datenbankstatistik mal anschauen, eben hier die Anzahl der Personen, wie viele Fotos, wie viele Dokumente und so weiter, wenn man sich für sowas interessiert. Oder eben auch mal anschauen möchte, welche Quellen sind eigentlich alle in der Datenbank benutzt worden, verschiedene Archive, Broschüren, Bücher, Online-Datenbanken, Zeitzeugen. Das kann alles dort eben berücksichtigt werden, sodass der Nutzer eben selber auch entscheiden kann, welche Verlässlichkeit hat diese Quelle. Wenn da dran steht Info Andrea Dettling, dann muss man halt überlegen, okay, das ist jemand, der das erzählt hat. Das ist natürlich nicht so zuverlässig vielleicht, wenn man etwas nur erzählt bekommen hat, als wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt eine Signatur im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, eine Urkunde, wo die Unterschriften drauf sind. Und das kann der Forscher, der eben diese Informationen nutzen möchte, eben selber entscheiden, will er da nochmal weiterforschen, glaubt er diese Informationen oder gibt es da vielleicht unterschiedliche Darstellungen in verschiedenen Quellen. Auch Zeitleistenereignisse kann man in der Datenbank pflegen, dass man eben hier sehen kann, hier die Elsa Lemberger lebte in einer Zeit, in der sie verschiedene Ereignisse eben miterlebt hat. Sie hat gelebt zur Zeit des Ersten Weltkriegs, sie hat die Weimarer Republik mitbekommen und das kann man dann eben im Verhältnis zu der Lebensleiste, die man oben dann sieht, sehen, welche Ereignisse in dieser Zeitspanne denn waren. Eine andere Darstellungsweise, hier sieht man auch dann Rathausneubau in Rexingen, da hat sie ja gelebt, also da sieht man lokale Themen, ihre Lebensereignisse oder auch politische, überregionale Ereignisse. Die ganze Datenbank wird auch unterstützt von einem Anwenderhandbuch mit 100 Seiten, das online verfügbar ist, das ich erstellt habe, wo ich dann auch versucht habe, für alle Fragen Antworten zu geben. Von dem her möchte ich jetzt mal zusammenfassen, die Vorteile, was wir jetzt aus dieser jüdischen Familiendatenbank haben. Verknüpfung aller verfügbaren Quellen. Es geht keine Information mehr verloren, weil selbst die kleinste Information kann an eine Person dran geheftet werden und kann dann wieder gefunden werden. Diese Genealogie bietet eben auch individuelle Anpassungen, eine moderne, kostengünstige Archivierung, Verarbeitung von großen Datenmengen und auch internationale Zusammenarbeit mit differenziertem Berechtigungssystem. Das heißt, wir können hier effizient, professionell und gedenkstättenübergreifend diese Datenbank nutzen und auch auswerten. Bei den Auswerten gibt es auch eben verschiedene Forschungsmöglichkeiten. Wir können Berufe erforschen, wir können den Namen erforschen, Orte auswerten. Wir können nach Studentenausbildungen gucken oder Friedhofsdokumentation darin abbilden. Wir können die Teilnahme an Weltkriegen nachvollziehen, Auswanderungen recherchieren. Wir können auch Provenienzforschung betreiben. Und von dem her haben wir hier die Verknüpfung unterschiedlicher Forschungen mit Quellhinweisen und Forschernetzwerk, dass wir zumindest wissen, welche Möglichkeiten haben wir, um mit der Forschung weiterzumachen. Jetzt würde ich noch gerne auf ein Praxisbeispiel eingehen. Hier haben wir eine Nachkommen, die Liliana Löwenstein aus Argentinien, hat Rexingen besucht, auf der Suche nach Informationen zu ihren Vorfahren. Und ich würde jetzt sozusagen direkt mal ins Internet gehen, dass wir uns mal die Online-Datenbank anschauen. Also hier sind wir jetzt in der jüdischen Familiendatenbank, so wie man sie beim Start sieht. Wenn man sie findet, anmelden. Dafür muss man sich, wie gesagt, registrieren. Ich habe dann eben hier die Anmeldung und in der erweiterten Suche geben wir hier mal jetzt unsere Liliana ein. Liliana. Und schauen wir mal, ob wir sie finden. So, hier ist die Liliana. Wir sehen, sie lebt in Buenos Aires. Ich nehme dieses Beispiel gerne, weil Liliana mir erlaubt hat, dass ich eben diese Beispiele
auch öffentlich zeigen darf und verwenden darf. Wir sehen hier, wir haben hier mehrere Fotos von ihrem Besuch in Rexingen. Wir haben hier drei Geschichten, wo wir eben Lebensgeschichten notiert haben. Es gibt sogar eine Videoaufnahme. Hier gibt es beispielsweise ein Haus verknüpft. Das können wir uns hier mal anschauen. Das ist in Rexingen, hier beim Besuch des Hauses, wo die Familie Löwenstein gelebt hat. Wenn wir jetzt beispielsweise unter Medien nachschauen, da gibt es auch den Punkt Alben. Und hier haben wir dann zusammengefasst, da können wir mal schauen, ob wir hier auch etwas haben. Hier Familie Löwenstein hat auch ein Fotoalbum, wo wir die Dokumente, die uns Liliana zur Verfügung gestellt hat, einsehen können. Und dann zum Beispiel in einer Diashow die unterschiedlichen Dokumente, Geschichten, alle Medien, die wir zu dieser Familie gesammelt haben, uns dann anschauen können. So können wir diese Unterlagen auch anderen zur Verfügung stellen und für die Nachwelt eben sichern. Wenn sie mit einer lebenden Person verknüpft sind, sind sie nicht einsehbar. Für mich jetzt natürlich als Admin schon, aber auch hier haben wir dann Datenschutzdinge berücksichtigt. Hier haben wir auch das Thema Stolpersteine beispielsweise. Wir können hier eben Stolperstein-Geschichten uns anschauen oder eben, wenn wir uns einen Friedhof anschauen wollen, Informationen zu verschiedenen Friedhöfen oder Grabsteinen sind hier die Dokumentationen auch zu finden. Ja, von dem her, hier haben wir, wie gesagt, eine sehr schnelle Möglichkeit, uns einen Überblick zu verschaffen. Wir waren bei der Liliana vorhin, dann gucken wir noch mal kurz uns den Überblick an. Wenn wir hier auf Vorfahren gehen, sehen wir sehr schön eben auch hier mit dem Profilbild im Überblick. Ich kann das natürlich auch mit mehr Generationen machen, wie weit wir hier zurückkommen oder eben dann sagen, eine Verwandtschaft möchte ich prüfen oder den Zeitstrahl, wo wir vorher angesprochen haben. Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten, eben diese Familie uns anzuschauen, zu ergänzen und zu recherchieren. So, das wäre unser Ausflug zum Thema ein Praxisbeispiel. Und ich würde jetzt wieder auf die Präsentation gehen, zum Abschluss zu kommen. Wir kommen damit zum letzten Punkt, dem Ausblick. Wie geht es weiter bei dem Projekt der jüdischen Familiendatenbank? Wir möchten die lokalen Forschungen vertiefen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht wie ein Datenkrake uns möglichst viele Daten in die Datenbank ziehen, sondern eigentlich die Daten, die Personen, die wir hier haben, mehr Qualität, mehr über die Lebensgeschichten ergänzen. Das heißt, wir ergänzen dann eben Aktenfunde oder wenn in einem Buch wieder eine, wenn wir wieder etwas finden oder Stolpersteingeschichten. Das ist, sagen wir mal, so der Hauptfokus, wenn natürlich neue Forschergruppen dazukommen. Wir sind jetzt zum Beispiel in Kontakt mit Faltrach. Denen habe ich auch eine Schulung gegeben, eine Online-Schulung, wie man eben hier die Daten eingibt. Wir haben einen extra Zweig angelegt und hier werden auch weitere Eingaben erfolgen. Es hängt natürlich immer einfach davon ab, wenn man weitere Mitarbeiter hat. Ich möchte denn natürlich die Zusammenarbeit auch mit anderen Forschergruppen und Gedenkstätten intensivieren. Freue mich, wenn hier sich weitere anschließen, weil es gibt einfach immer Synergien. Jeder Ort, der an uns herantritt, da haben wir eigentlich schon Personen im Datenpool, weil einfach, wie gesagt, diese überregionale Verknüpfung so stark sind. Ein Ziel ist natürlich dann auch das weitere Bekanntmachen des Datenbankprojekts. Und hier sehen wir auch jetzt die Preissacher, Braunsbacher bei der Schulung. Wir sagen, wie gesagt, weitere Forschung und Forschergruppen. Unser Ziel ist es einfach, hier uns die Nachkommen zu unterstützen, wenn sie sich, wie hier beispielsweise im Jahr 2018, bei einem Besuch in Israel, in Shavi Zion, sich hier Nachkommen aus Amerika, aus Israel treffen. Und ich konnte hier dann eben ein paar Stammbäume aus der Datenbank herausholen und mit dem Stammbaumdrucker ausdrucken. Und wie ihr seht, hat das also großes Interesse gefunden. Man ist ins Gespräch gekommen. Und das ist mir dann die größte Freude. Und das ist dann so der Lohn für die Arbeit, wenn man sieht, dass wirklich auch Nachkommen hier geholfen werden kann, mehr über die eigene Familiengeschichte
zu erfahren und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Verknüpfung auch mit der eigenen Vergangenheit herzustellen. Man muss natürlich auch ein bisschen schauen, dass man auch ein bisschen Werbung macht. Ich habe auch die Datenbank bei verschiedenen Veranstaltungen schon mal vorgestellt, habe dann über Spenden so einen Flyer konzipiert, den man dann auf Deutsch und Englisch dort verteilen konnte. Der ist auch als Download bei uns einsehbar, um einfach auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Projekt zu lenken. Wir sind für alles offen. Ich habe auch jetzt gerade wieder eine Forschung im Hunsrück eingetragen, wo ich mit jemandem in Kontakt war. Wir haben auch Berliner. Also es ist für alles offen. Jeder, der seine Daten bringt. Also ich habe Forscher, die haben mir eine GetCom zur Verfügung gestellt mit 10.000 Namen, die wir dann mit verknüpft haben. Also ich bin für alles offen. Von dem her keine regionale Beschränkung. Wir haben auch die Webseite www.jewishfamilies.org angelegt, dass wir einfach auch diese Vision Richtung international in alle Richtungen offen bleiben. Aber der Fokus, wo wir, sagen wir mal, Mehrwert anderen liefern können, ist einfach im Südwesten, wo wir jetzt auch als Gedenkstätten selber forschen. Und wir haben damit die Möglichkeit eben, dass jeder einen Teil zum Ganzen beitragen kann und aus eben vielen Teilen entstehen dann wieder Lebensgeschichten. Und das ist eigentlich unser Beitrag auch zu dem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse und wäre damit am Ende meines Vortrags. Schönen Dank, Andrea. Also ich hoffe, dass ich ein paar habe motivieren können, vielleicht auch bei der Datenbank mitzumachen oder sich zu beteiligen in irgendeiner Form. Ich sehe ein paar der Namen, die hier auch an entscheidender Stelle sitzen und Einfluss nehmen können. Das würde mich freuen, wenn das ein bisschen motivierend war. Andrea, vielen Dank für deinen sehr umfangreichen und aufschlussreichen Vortrag. Du hast uns ja schon öfter vertreten, den Verein Compgen. Ich glaube, in Berlin war ein Workshop, wo du für uns da warst. Und vielen Dank nochmal. Ich bedanke mich auch für die Unterstützung, weil für mich ist es natürlich auch eine Chance, ein größeres Publikum zu erreichen. Und ich freue mich, wenn ihr dann sogar das als Film dann auf YouTube zur Verfügung stellt. Das erleichtert mir dann auch, wenn jemand mal Nachfragen hat, diesen Link dann für andere, die sich ein bisschen tiefergehend damit befassen wollen, sich das mal anzuschauen. Darauf freue ich mich dann auch, dass ich das dann, also eine Win-Win-Situation von dem her. Vielen Dank auch für eure Unterstützung in der Richtung. Und auch danke für die Teilnehmer und alle Teilnehmenden, die sich diese Zeit genommen haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt gesund.